Timo Hausener, ich weiss jetzt nicht, ob das in der Kabine schon ein Thema ist, aber jetzt der und auch der Sandro Zanger sind sieben Spiele, seit er beim HC Lugano, seit dann gewinnt Lugano immer, seit er quasi Glücksbringer, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, Glücksbringer kann man nicht unbedingt sagen. Ich meine, einfach, es hat jetzt eine kleine Veränderung gegeben, die Mannschaft. Vielleicht hat das allen ein bisschen Ansporn gegeben, wieder ein bisschen neuer Konkurrenzkampf. Und vielleicht hat das so der Mannschaft den richtigen Ansporn gegeben und so auf den richtigen Erfolgszug können bringen. Und auch gemerkt, er bringt auch viel Energie rein, hat jetzt auch Powerplay-Einsätze und so weiter. Wie ist das früh gelaufen, dass er euch den Trainer auch mitgegeben, dass er jetzt so viel Verantwortung bekommt? Ja, im ersten Spiel hat es geheißen, wir müssen einfach Energie bringen, einfach spielen, viel laufen. Das haben wir dann auch gemacht. Und es ist immer gut gelaufen und dann kommst du immer mehr Vertrauen über. Und jetzt kann ich auch schon zwei, drei Spiele Powerplay spielen. Und momentan ist das Vertrauen sehr gross und ich muss aber gleich immer hart arbeiten und halt das Gleiche wie im ersten Spiel immer jedes Spiel gleich bringen. Selbstvertrauen ist gross. Heute gegen Langnamen, schießt zwei Goals, sind bei beiden beteiligt. Was hat schon noch den Unterschied ausgemacht, neben euren Assist natürlich? Ja, es ist natürlich schön, wenn ich zwei Assists mitnehmen kann in diesem Spiel. Aber sonst, ich meine, die ganze Mannschaft, wir haben nicht nur die zwei Chancen gehabt, wir haben sonst auch noch Goal können schiessen. Und für mich persönlich ist es natürlich sehr schön, zwei Assists verbuchen können. Und so können der Mannschaft selbst ist natürlich top.